Jäger, hallo und herzlich willkommen zurück bei einer Folge, vielleicht sogar die letzte, Prüfungsdurst. Denn wir haben ja noch am Sonnenfurchenplatz haben wir ja noch eine Prüfung zu absolvieren, nämlich das Überbrücken eines Verwüsters. Und diese Aufgabe nehmen wir jetzt mal an. Du versuchst es noch einmal? Ja, natürlich versuche ich es noch einmal. Verwüster Kontrollprüfung. Ich weiß genau, wer du bist, nur kontrolliere mit deinem... Genau. Viel Glück. So. Überbrücke Verwüster und erledige den Donnerkiefer. So, in diesem Sinne, viel Glück an uns. Wir legen los. Wenn er nicht abhauen würde. Jetzt komm schon. Komm, komm, komm. So, jetzt ziehen wir den... Wo ist er? Da. Den ziehen wir jetzt auf uns. Da kommen sie. Jawohl, nice. Ah, Mist, verdammt. Kleinen Moment. Ich muss ja... Hallo. Ich muss ja... Sorry, da habe ich ja... Das habe ich ja vollkommen vergessen. Stolperfalle tauschen wir aus. Wir brauchen den Seilwerfer, um den anderen Verwüster zu fesseln. Nein, 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 nein. Gut. Sehr gut. So. Und jetzt geht's ab. Bisschen einfrieren, dann leidet der ein bisschen mehr Schaden. Wo sind die? Da. Ja, nice, sehr schön. Oh ja. Nice. Ich muss die Waffe wechseln. Ja, super, sehr geil. Hol dir die Glutsonnenbelohnung ab. Halbsonnenbelohnung. Und Vollsonnenbelohnung. Belohnung. Sehr gut. Das haben wir ja dann super abgeschlossen. Das war natürlich so geplant, ne? Also, das war wirklich so geplant. Dass es direkt beim ersten Mal funktioniert. Und so reibungslos. Also, und ich habe mit Absicht den Seilwerfer noch nicht ausgerüstet, um mich ein bisschen ungeplant erscheinen zu lassen. Ne? Also, versteht sich von selber. Ich glaube es nicht. Eine Glutsonne und das beim ersten Versuch. Du hast viele Sonnen, Nora. Es gibt Belohnungen für gute Jäger wie dich. Sprich mit Aidaba bei der Loge in Meridian. Sehr, sehr. Ich werde jetzt mal gehen. Nice. Ich bin hier. Ich bin hier. So, und da wir jetzt alle, aber wirklich, alle Waffen der Loge haben wir alles. Ich bin gespannt, was wir dafür bekommen. Das wird nice. Wo ist Meridian? Ja, hier, rede mit dem Hüter Dings. Warum? Warum ist da noch... Warum ist da kein Haken hinter? Oder gehört da kein Haken hinter? Ich weiß, das kann man immer wieder machen, aber... Belohnung. Andere. Ja, war doch noch irgendwo ein Jagdgebiet. Hier. Abgeschlossen. Achso, ich kann jederzeit die Prüfung wieder machen. Okay, gut, alles klar. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in Meridian wieder.
und schauen mal, was wir als Belohnung bekommen. Weil das waren ja schon die ein oder andere Prüfung, war ja schon gar nicht mal so ohne. Aber hoffentlich hat sich dieses Blut- und Schweißtrachten hat sich gelohnt. Bis gleich. Ja, und da bin ich auch schon wieder. Wir stehen vor der Jägerloge. Und wir reden jetzt. Geschätzter Bruder. Und Sonnenhabicht Talawat Khan Padish. Ja. Geliebter Vater. Genau. Möge ihr Andenken und Opfer ein Licht für alle Jäger sein. Ja. Alle Menschen, dem sie folgen. Ja. Darf ich jetzt mit... Ich will mit der gerne... Ah, jetzt darf ich. Jetzt darf ich... Hallo? Was kann ich für dich tun? Tja, meine Liebe. Ich fordere meine Belohnung ein, die ich mir aufgrund erfolgreicher Jagden in den verschiedenen Jagdgebieten... jetzt habe ich den Farn verloren. Ich will meine Belohnung. Wie laufen die Prüfungen für dich? Reichen die Abzeichen für eine Waffe? Ich glaube, ich habe genug. Was jetzt? Du bringst mir alle Abzeichen auf einmal. Damit wirst du viele Jäger neidisch machen. Obwohl das nicht schwer ist. Du bekommst von mir eine Logensprengschleuder, einen Logenseilwerfer und den Logenkriegsbogen. Herzlichen Glückwunsch. Du bist eine Meisterjägerin. Ich habe nur noch Zuspruch für dich. Oh, ich gehe nicht nach Hause. Sehr nice. Ich will meinem Vater nicht begegnen. Sehr nice. Waffen der Loge abgeschlossen. Ja, schön. Ja, da war denn das mit dem Prüfungsdurst, war ja denn nun etwas... Naja, ne? Wir schauen uns das mal an. Vielleicht gibt's da ja auch... Entschuldigung. Vielleicht gibt's da ja auch irgendwelche Tutorials. Dann ist das ja dann auch Prüfungsdurst. Holen wir. Werfer. Kriegsbuch. So. Sehr schön. Oh. Gut. Einmal gibt es da keine Tutorials, aber wir schauen uns natürlich die Waffen mal an. Okay, das ist der Sprengschleuder. Schattenschleuder. Da. Was ist... Entschuldigung. Was ist jetzt da das Besondere, außer dass die anders aussehen? Seltene glänzende Metalle symbolisieren eine Loge Errungenschaft. Gut gegen Gruppen von kleinen Gegnern. Passt allerdings nur wenig Munition, kann modifiziert werden. Sich. Okay, ist eigentlich dasselbe oder sind die wirksamer? Sind die wirksamer? Sind die besser? Kriegsbogen. 25 Schock, 50 Verderbnis. Ah, die sind ein bisschen effektiver. Interessant. Okay. Gut, dann werde ich die demnächst ein kleines bisschen umändern. Aber jetzt nicht. Jetzt werde ich das nicht machen. Ja, was mache ich denn jetzt noch mit der Folge? Sollen wir... Ah, machen wir nicht Prüfungsdurst. Pass auf, Machen wir eine Questfolge draus, hä? Weil Prüfungen sind ja jetzt... Ja, wir haben alle Prüfungen abgeschlossen. Also, kein Grund, warum wir jetzt da weitermachen sollten. Also, warum wir jetzt noch eine Prüfungslosfolge da erzwingen müssen. Dann würde ich halt wirklich sagen, dann machen wir eine Quest-Wahnsinns-Folge draus. Und schauen mal, was hier unten los ist in Meridian. Hier haben wir ja noch zwei Quests offen. Vielleicht... Füllen diese zwei Quests ja schon die Folge? Das wäre ja schon gut. Oh. Autsch. Ich habe gedacht, da ging es nicht so tief runter. Aber wir müssen... Oh, Alter, geil.
kurz auf die Finger hauen und dann wieder gehen lassen. So, wir fahren mal mit dem Fahrstuhl runter. Boah, nice, die Sonne geht auf. Guck mal, die Sonne geht auf. Das ist nicht schön. Ja. Das kann aber auch schneller gehen, ne? Kann ich hier einfach runterspringen? Dass es hier keinen Punkt zum Abseilen gibt, das ist merkwürdig. Hallo? Boah. Die Haare. Ups. Ich finde das witzig, wie die Haare so hoch gehen. Guck mal. Also auf diesem Planeten Erde, also auf dieser Erde, scheint doch sehr... Ja, auf dieser Erde scheint es dann doch sehr geringe Schwerkraft zu geben. Stillgestanden! Wir fragen mal nach. Ihr könntet noch leben. Und ihr sitzt hier rum und tut nichts? Hallo. Sag mir, was mit deiner Familie ist. Vielleicht kann ich helfen. Du hast doch den Sonnenkönig gerettet. Du würdest helfen? Oh, es könnte zu spät sein. Bei der Sonne, ich glaube, sie sind alle tot. Ich habe nur knapp überlebt. Maschinen. Wilde Maschinen griffen unser Anwesen an. Ich sollte Hilfe holen. Was für Maschinen? Was für eine Art Maschinen? Wo kamen sie her? Ein Verwüster. Bei der Sonne, was er angerichtet hat. Und es waren auch Wächter dabei. Der Sonnenkönig sagte, er könne die Anwesen jenseits des Tals nicht mehr schützen. Aber Vater glaubt es nicht. Das Anwesen deines Vaters? Erzähl mehr über das Anwesen. Meinem Vater gehören Steinbrüche und er steckt alles in das Anwesen. Feine Teppiche, Schnitzereien, Silberwaren. Und was ist mit den Leuten? Natürlich, nur ihre Leben zählen. Vater, meine Schwester und ein Dutzend Wachen und Diener. Ich hoffe, sie leben. Ich glaube, wir machen uns mal auf. Ich gehe zum Anwesen und suche Überlebende. Wirklich? Oh, danke. Oh, bitte. Pass auf. Die Maschinen sind tödlich. Ach ja. Ist ja nicht so. Ist ja nicht so, als ob wir da... Ja, ne? Als ob wir nicht schon... Was weiß ich, was für Maschinen... Wo muss ich hier hin? Achso, ich muss erst markieren. Hier unten. Können wir zu Fuß hingehen? Da. Genau. Nobles Haus. Wir schauen mal, was da für... Die Osseram haben einen zu großen Einfluss im Palast. Ach ja. Euer Quatsche ist auch so vorurteilsbehaftet. Seit Anfang des Spiels. Es herrscht Frieden, ihr Penner. Gib mir jetzt Reinholz hier. So. Jetzt Reinholz geklaut. Jetzt hole ich mir eine... Heilendes Fingergold. Halt, hier war noch was. Kein Fisch hier drin. Schön. Danke. Was? Ich habe gerade was gehört. Wir holen uns mal einen Stürmer, hä? Tschüss! Nicht schnell genug. Also mit dir nicht richtig, Alter.
Aua! Nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. Was ist denn hier los? Ja, nice. Boah, Alter. Sag mal, das gibt's ja wohl gar nicht. Der ist so weit. Na? Oh, scheiße. Aua! So. Meine Fresse. Ja, ja, alle wollen sie mit mir reden. Nachdem ich ihn den Arsch gerettet habe. Du hast mein Leben gerettet. Eine Bezahlung kann ich nicht bieten. Nur das hier. Vielen Dank. Ja, bitteschön, dankeschön. Ihr habt mein Ablauf habt ihr gestört. Gut. Immer ein Teil nach dem anderen. So. Schön repariert. Jetzt bist du wieder fein. So. Rotaugen. Ah, jetzt haben wir den Rotaugenwächter. Guck mal. Entsperrt. Nutzt Schwarmtaktik. Ist in Überzahl überwältigend und feuert konzentrierte Laserstöße. Wissen wir ja eigentlich nichts Neues. Aber jetzt haben wir den auch in unserer Datenbank. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum wir den nicht haben. Wir müssen die scannen. Wir müssen die scannen, die Dinger. Dann haben wir die auch in der Datenbank drin. Weiß ich jetzt, nach mittlerweile 52 Folgen. Das Anwesen. Da ist ein Verwüster. Ach, hier sind. Ich muss da rein. Da ist schon wieder so ein Lock-Dinge. Hier hoch. Einfach rein, ne? Schön zart. Eins nacheinander. Wir müssen da oben rein irgendwie. Nee, scheiße, hä? Wie geht hier an der Seite? Verschlossen. Man muss da hineinkommen. Junge, du hast einen fetten Speer, ey. Hier komme ich nicht rein. Erster Treffer. Scheiße. Nice, der war schön. Kein Problem, aber
Mal jetzt erstmal den Marker hier weg, so. Ja, wir wissen, dass da so ein Ding drin ist. So ein Lock-Teil. Komme ich denn da am einfachsten? Da hinten ist jemand drinne. Ich habe nicht geglaubt, dass mich irgendjemand rettet. Ich glaube, es sind alle tot. Ich müsste mir etwas in der Werkstatt ansehen. Wie komme ich da hinein? Unser Kämmerer hat den Schlüssel. Er ist bestimmt in seiner Tasche. Der Ärmste. Er war schon 16 Jahre lang hier. Was ist passiert? Was ist passiert, als die Maschinen kamen? Da waren Schreie. Ich rannte hin. Der Verwüster zerriss die Wachen förmlich. Wie Puppen. Mein Vater stieß mich in diese Kammer. Er tötete einen Wächter. Dann schoss die Verwüsterkanone. Und Stille. Ich versuchte, die Tür zu öffnen. Aber er hatte abgeschlossen. Er hat dich gerettet. Und ich werde ihm nie danken können. Weißt du vielleicht, wo diese Maschinen herkamen? Oder warum sie so plötzlich angriffen? Die Zahl der Maschinen hier ist ständig gewachsen, mit jedem Jahr. Deswegen stellte Vater mehr Wachen ein. Aber so einen Angriff gab es zuvor noch nie. Ich weiß nicht, wie es dazu kam. Du bleibst hier. Ich werde mich umsehen. Irgendwer? Ich werde hier bei meinem Vater bleiben. Irgendwer hat da diesen Scheiß platziert. Irgendwer hat diesen Scheiß hier platziert. Und das war geplant, dass hier niemand überlebt. Aber wer? War das der Wal? Mal Quatsch. Gibt's ja nix. Gibt's ja nix. Da. Ja. Das muss die sterbliche Hülle des Kämmerers sein. Ja, hier die, ist die sterbliche Hülle. Die sterbliche Hülle, habt ihr das gehört? Leiche. Das Gerät sendet ein Signal. Vielleicht hat das die Maschinen angelockt. Ja, natürlich. Das kennen wir doch schon. Okay, da stellt das Signal ab. Aber das wurde hier platziert, um Maschinen zu ködern. Und alle Bewohner zu töten. Ja. Da Radi zurück. Da war ein Köder. Ich glaube, jemand könnte die Maschinen absichtlich hierher gelockt haben. Hat dein Vater Feinde? Nein, Hanaman. Mein Bruder. Erst die Glücksspiele, dann Diebstahl, dann Erpressung. Er schwor Rache, als mein Vater ihn rauswarf. Es war Hanaman, der mich geschickt hat. Die Maschinen mussten weg, damit er das Anwesen kriegt. Er kriegt das nicht. Der eiskalte Mörder. Was willst du tun, Schwester? Ach, nee. Will mein Erbe verweigern? Wir teilten die Wiege. Mörder. Hast du keine Ehre? Nein, vermutlich nicht. Aber dieses Anwesen. Wenn du Vater im Jenseits siehst, sag ihm, ich genieße sein Geld. Was dich angeht, dieses kleine Gerät ruft noch mehr Maschinen. Viel einfacher, als wenn ich dich töte oder... Ja, nice. Karma. Oh, voll daneben geschossen. Voll daneben geschossen. Schon wieder daneben geschossen. Schon wieder daneben geschossen. Schon wieder daneben geschossen.
Die Sau! Was denn jetzt? Ach, da ist noch einer. Sehr gut. Der lebt halt immer noch, ne? Aua, aua! Oh, Alter! Nein, daneben! Aua, Alter! Oh, ey, sag mal, jetzt... Wo ist der andere? Alter! Schon besser. Die Penner! Daradi! Daradi! Daradi? Daradi? Der Wind hat sich zu einem Sturm entwickelt. Tja, my friend. Daradi? Ach, da hinten ist sie. Ah, hat sie sich aber versteckt. Immer ist hier Scheißwetter oder was? Ich bin froh, dass es gute Menschen wie dich gibt. Ein Ausgleich für Abschaum wie meinen Bruder. Mein Vater hat sich immer sehr großzügig bedankt. Eine Tradition, die ich gern fortführen möchte. Nimm dies. Ich hoffe, es nützt dir auf deinen Reisen. Dankeschön. Verhängnisvolles Erbe. Bemerkenswerte Belohnungskiste. Sehr schön. Ja. Mensch. Da haben wir die abgehakt. Schatzkiste. Schön. Ist zwar nichts drin, was ich jetzt zwingend brauche, aber hey, scheiß drauf. Abgeschlossene Quest ist abgeschlossene Quest. Der Typ, naja, wenigstens hat er seine gerechte Strafe gekriegt. Das alles wieder aufzubauen, wird Geld kosten. Wird sehr, sehr, sehr viel Geld kosten. Alter, was ist denn das für ein Wetter auf einmal? Ja. Gut. Die Folge ist dann relativ kurz. Noch eine Nebenquest anzufangen, würde sich nicht lohnen. Wir verlassen mal das Anwesen. Und ja, wir suchen uns jetzt erstmal einen schönen, ruhigen Unterstand. Ich und mein Reittier. Und dann werden wir mal sehen, dass wir die nächsten Nebenquests relativ schnell gemacht bekommen. Denn wir müssen ja auch irgendwann mal weiterkommen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Overplayed and out. Tschüss.